Yes. So, genau, weil wir wollen uns eine kurze Dokumentation noch anschauen heute von Crisis zu antifaschistischen Gun Clubs, die aufrüsten. Und da gehen wir mal rüber in die Reaction. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Yes. Alles im normalen Bereich. Mach mal den Chat noch groß. Yes. Genau. Und da wollen wir noch mal ein bisschen reingucken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ist erschienen jetzt vor 9 Tagen, also auch noch ziemlich aktuell. Und was uns da einen Einblick gibt auf, was so die Militanten oder ja, wobei das natürlich auch nicht gar nicht so militant erstmal ist, in einem Gun Club zu sein in Amerika. Das wirkt vielleicht jetzt erstmal so aus deutschen Verhältnissen so, aber im Prinzip ist es ja in Amerika fast normal. Nur was da die Genossinnen eben machen im Kontext der Trump-Wahl. Bewerten wir die Radikalität, nachdem wir sehen, was sie so sagen. Richtig. Our goal is to train ourselves, train our bodies and firearms for hopefully a day that won't come. Set! Anyone who's not afraid of the right wing is either lying or certifiably insane. I think I am prepared and ready in case the fascists do decide to get violent with us. I think we are ready. Hier würde man sagen, die bereiten sich auf Tag X vor. Hier in den Medien. Texas ist seine Heimat, aber seit einiger Zeit fühlt Azad sich hier nicht mehr sicher. Sein Land, die USA, haben sich für ihn verändert. Definitely one of my biggest fears that I can't walk through a neighborhood like this without fearing for my life. Everyone here can kind of feel that something's off about this country. Everybody is mad at the system. That's the Democrats and the Republicans. But all we have is the Democrats and Republicans. So we turn to each other, we blame each other. Droht ein Bürgerkrieg in den USA oder ein bewaffneter Kampf zwischen rechts und links, zwischen Konservativen und Demokraten? Die Gräben werden immer tiefer. Proteste wandeln sich häufig zu Gewalt. Und das in einem Land, in dem bereits Tausende an Waffengewalt sterben. Now if I don't get elected, it's gonna be a bloodbath for the whole. Es sind solche Sätze Trumps von Blutbädern, die Azad Angst machen. Gerade jetzt wieder, vor den anstehenden Wahlen. Und deshalb hat er sich schon vor einiger Zeit Waffen gekauft. I wasn't really, you know, a gun person until last few years. Even though I grew up in Texas, I experienced a lot of racism growing up, but Trump was something new to me. Trump was something very new to me. It felt like the whole system was turning against me, my community, and other minority and at-risk communities. That's kind of what spurred me on to getting into firearms and kind of training myself and my skills. Jetzt trainiert er regelmäßig zusammen mit anderen, die sich auch nicht mehr sicher fühlen. Sie haben einen Gun Club gegründet, die Black Cat Rifle Group. Azad wird uns mit zu ihrem Training nehmen. Da immer mit dabei, seine Pistole und sein Gewehr. This is kind of, you know, the most ubiquitous firearm in all of America, which is why we always suggest this for anyone's first purchase. Parts are easily available, the ammunition is easily available, cheaply produced here, right here in America. This is kind of like the AK-47 of America right here. Einfach so ein Gewehr kaufen zu können, für uns in Deutschland undenkbar.
In Texas? Normal. Er muss die Waffe nicht mal einschließen zu Hause. Es wird nur empfohlen. Auch für seine Freundin, mit der Azad zusammenwohnt, war es erstmal komisch, dass plötzlich Waffen im Haus waren. Er so radikaler wurde. At first it was really scary because I never grew up around guns, so I just was unfamiliar with them and I never had them in the house or anything like that. And he had never talked about guns, so it was a new development. So I think just the unknown was scary and the stereotypes of the toxic culture that tend to be involved in like gun culture. But I think that their club and a lot of others like it kind of empowers them to feel like they can fight back if necessary to, you know, retain their rights or gain their rights in some cases. Dann geht es los zum Training der Black Cat Rifle Group. Azad ist übrigens nur ein Spitzname, wie ihn alle in der Gruppe haben, aus Sicherheitsgründen. Die meisten hier sind der linken, antifaschistischen Szene zuzuordnen. Einige Aktivisten würde man in Deutschland vermutlich als linksextrem einstufen. When I first came into this whole... Also ich meine, bislang kann man ja auch recht wahrscheinlich sagen, dass es sehr anarchistisch geprägt ist. Also wir haben schon viele Leute mit IWW-Shirts gesehen und wie hieß der Club jetzt nochmal? Black Cat Rifle Association oder Black Cat Rifle Club. Das Symbol fand ich sah ganz geil aus mit dem, mit der Schlange, die von der Katze. Libertären, ne? Ja, genau. Ja. Das ist geil. Das ist schon ziemlich cool. Es ist ja auch sogar so, das kann man ja auch dazu sagen, dass Schlangen für Katzen keine so große Gefahr darstellen, weil die Reaktionszeit von Katzen schneller ist als die Angriffszeit von Schlangen. Kleiner Katzenfakt zwischendrin. Ja genau, wir achten auch gleich mal auf die Patches. Aber Schlangen ist ja auch nicht nur für Rechtslibertäre oder so, sondern ist ja auch ein Symbol des Faschismus eigentlich auch immer gewesen, auch in früheren Zeiten. Also gab es auf jeden Fall, gab es immer so auch antifaschistische Poster, wo halt dann eine Schlange gekillt wurde und so, die halt faschistisch konnotiert wurde. Ja, und so. Die in einer Hakenkreuzform oder sowas war. Oder, aber ich bin mir ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass dass der Faschismus wirklich das Symbol der Schlange hatte, sondern Die Schlange ist einfach aufgrund der biblischen Geschichte. Eben mit der Ursünde, glaube ich, allgemein, zumindest in der westlichen Welt oder in der christlich-islamischen Welt, eben als ein Symbol des Bösen anerkannt. Ja, entsprechend, klar. Ich habe jetzt nicht sagen, dass der Faschismus selber die Schlange verwendet. Genau, deswegen hatte ich gerade überlegt, das wäre mir tatsächlich eher neu. Ist ja auch PR-mäßig nicht so schlau. Ist nicht so gut konnotiert. Wie gesagt, zumindest nicht in der christlich-islamischen Welt. Ja, und Bolt Anarchist noch kurz in deinem Kommentar, du hast auch geschrieben, dass das aus dem Kontext geschnitten ist mit dem Bloodbath, was Trump gesagt hat. Ich glaube schon, dass sehr viel an Trumps Aussagen auch gerade in deutschen Medien irgendwie aus dem Kontext gerissen wird und dann skandalisiert und dass das teilweise auch, hatte ich auch schon Clips gesehen, wo ich einfach was aus einer Trump-Rede rausgeschnitten gesehen habe und dann war ich so, kann er das wirklich so gesagt haben? Und auf einmal stellte sich raus, dass er irgendwen zitiert hat oder das irgendwo in einen anderen Kontext eingebunden hat, wo es jetzt nicht so klang, als würde er jetzt, was weiß ich, zu Massenmord, zur Zerstörung Israels oder was auch immer ich dann teilweise da schon gefunden habe, aufgerufen haben. Aber es ist natürlich so, dass Trump sich auch dieser apokalyptischen Rhetorik bedient und es da auch echt recht klare Aussagen gibt, die man so einer faschistischen Apokalyptik auch zuordnen kann. Und selbst wenn das jetzt aus dem Kontext geschnitten war, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann einfach jetzt vielleicht nicht gesagt hat, ja, wenn ich jetzt Präsident werde, wird das irgendwie passieren, dass wir jetzt hier irgendwie Blutbäder anrichten, so mäßig. Aber das ist eben das macht ja häufig dann so Angst zu schüren oder so vor solchen Zuständen, dass was passieren könnte und das dann zu benutzen, ne? Um sich als Schutzpatron der Nation aufzuspielen. Oh. Ja. Ich glaube, Bolt Anarchist hat auch nochmal geschrieben, dass das war wohl auf die Automobilindustrie bezogen. Okay, ist auch geil. Also, da muss ich mir auf jeden Fall noch den ganzen Clip reinziehen.
like leftist anti-fascist scene, there was a real lack of structured training. So that's kind of how Black Cat came to be, was we really just wanted to focus on the skills that we wanted to build up. Bei Black Cat sei jeder willkommen, sagt Azad. Einzig antifaschistisch müssten sie sein. Hier gäbe es viele Meinungen. Einige unterstützten Black Lives Matter zum Beispiel, die anderen die JPG oder die Free Palestine Bewegung. Sie seien kein Verein, nur eine Gruppe von Freunden, die zusammen trainieren. Es geht in den... Kann man auf jeden Fall auch schon mal sagen, dass das spannend ist, aber eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass das auch ein bisschen anders als in Deutschland ist, dass die erstmal jetzt mit dem Q3 zum zum Schießtraining fahren. Ja, kommt auf jeden Fall ganz geil. Ja. Aber interessant ist auch, dass er jetzt aus Sicherheitsgründen nicht seinen Namen nennt, also dass er Nachnamen nicht nennt, okay, aber dass er einen Codenamen verwendet sozusagen oder einen Spitznamen oder so. Aber er zeigt ja schon sehr viel. Also er zeigt seine Wohnung, seinen Flur, die Tiefgarage, in der sein Auto parkt, sein Auto nur ohne Kennzeichen. Also wenn man jetzt wirklich krass darauf abgesehen hat, den Typen kennt jetzt aus seiner Stadt oder so, ja, ja, dann kann man an den Informationen jetzt schon hart viel über den herausfinden. Das stimmt. In Süden Texas. 5 Stunden Fahrt liegen vor ihnen. Whistler ist das erste Mal dabei heute. I grew up in Texas. We shoot a lot. It's been a while since I have gone shooting though, so it's really good to get out with people who can, you know, help me make sure I'm, you know, staying downrange. Do you think you need more firearms training also? Oh yeah. I mean, you can never really get enough. It is an incredibly dangerous tool that's only meant for killing, so knowing how to properly handle it and use it is imperative. Und auch er ist heute dabei, weil er Angst hat vor einer dramatischen Veränderung der USA. I mean, I'm afraid of Christo-Fascism in the US. It's plain and simple. They want to exclude anyone who doesn't fit what their idea of an American is, which is un-American in and of itself. We're a country of immigrants and a melting pot. We should take strength from that and not try to be divisive. Deshalb hat auch er sich dem Aktivismus zugewandt und will mit Black Cat Sicherheit für andere Menschen schaffen. Sie stellen auf Veranstaltungen unbewaffneten, aber auch bewaffneten Schutz. Das ist eigentlich, ich finde nochmal ganz gut, eigentlich, was er inhaltlich gesagt hat gerade, weil ich finde, speziell in den USA muss man sich das immer wieder vergegenwärtigen, wie absurd eigentlich auch diese rassistische Ideologie nochmal besonders ist, weil dieses Land ja, wie er es gesagt hat, also es beruht ja komplett auf Einwanderung, so wie es jetzt existiert. Nochmal in ganz anderem Maße als jetzt, so wie in Deutschland. Da gab es ja, das ist ja ein erste in den letzten Jahrzehnten sozusagen in der Intensität entstanden. Was meinst du? Dass es so ein starkes Einwanderungsland ist, ist ja dann erst mit dem Wiederaufbau Deutschlands so entstanden. Ach so, jetzt auf Deutschland bezogen. Ja, absolut. Ja. Und es beruht auf Rassismus, das stimmt natürlich, Nightmare. Das kann man nicht voneinander trennen, aber deswegen finde ich es so wichtig, dass das ja als Fakt einfach trotzdem da ist. Ja, es sind, glaube ich, diese zwei Elemente. Ja, ne? Und das kann man ja auch wirklich so sagen. Es gibt einmal im Endeffekt natürlich diese ganze Kultur und Identitätslinie, die sich durch die Vereinigten Staaten zieht, was eben einfach materiell darauf beruht, dass es eben siedlerkoloniales Projekt mit dem Genozid an den Indigenen eigentlich überhaupt entstanden ist und gleichzeitig natürlich durch Sklaverei dann mit aufgebaut wurde. Mhm. Auf der anderen Ebene stimmt es natürlich auch, dass die amerikanische Identität dauerhaft eben, das war auch was wir bei Sacco und Vanzetti besprochen haben, dauerhaft natürlich sehr vielen Einflüssen von außen und kontinuierlicher Zuwanderung und kontinuierlicher Verschmelzung von diversen Kulturen auch mit einer starken regionalen Identität eigentlich war. Ja. Und da könnte man dann, ich finde das durchaus auch richtig, dass man sich dann auch auf diesen Teil von amerikanischer Identität beziehen könnte. Und es gibt da einfach Punkte, wo man auch sagen kann, weil natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen, man muss amerikanische Identität irgendwie gänzlich ablehnen, aber
Ich verstehe schon, woher das gerade in so siedlerkolonialen Staaten kommt, warum Leute das sagen, aber am Ende des Tages funktioniert das nicht, weil wenn einmal so eine kulturelle Identität gewachsen ist, dann muss man sich auch selbst da, selbst wenn sie, sagen wir mal, einen sehr, sehr großen Ballast mit sich bringt, dann trotzdem ins Positive wenden. Ja. Und in Amerika wäre das eben gerade, dass dieser Bezug auf wir sind ein Melting Pot, wir sind schon immer ein Land von Einwanderern gewesen, wir haben diese starke Identität eigentlich von, ich meine, alles, was irgendwie wir an nationalen Monumenten oder so haben, ist eigentlich theoretisch dem gewidmet oder schmückt sich damit, gegen Tyrannen zu sein und für die Freiheit und die Rechte des kleinen Mannes einzustehen. Und teilweise, gerade wenn wir in die Historie der Vereinigten Staaten gucken, hat das ja auch ganz gut funktioniert von Radikalen oder auch von Teilen von irgendwelchen Emanzipationsbewegungen, gerade auch diesen Mythos, diese Momente zu beschwören. I've been to one event, a Pride event, and did unarmed security there, because there have been bomb threats. And it's the first time I'd actually been able to contribute, and it's a very fulfilling thing to be able to see, I mean, LGBTQ plus people just being able to be themselves without fear. Bei Demonstrationen oder Veranstaltungen tauchen immer wieder radikale, rechtsextreme Gruppen auf, bedrohen die Teilnehmer, sagen sie. Deshalb fahren sie hier raus, zum Trainieren. Give me a second, man. So out here, tarantulas, scorpions, rattlesnakes. So hooray! Watch where you step. Hier, mitten in der texanischen Prärie, treffen sie sich, bereiten sich auf ihr Training vor. Auf den Tag, den sie niemals erleben wollen. Das ist, by the way, auch weil ich ja vorhin gesagt habe, die bereiten sich auf Tag X vor, nach der bürgerlichen Pressebeschreibung her. Das ist der große Unterschied. Die Nazis sehen sich danach, dass der Tag X kommt. Und diese antifaschistische Gruppe in dem Fall sehnt sich nicht danach, sondern befürchtet es und will sich deswegen darauf vorbereiten. Ja. Aber auch hier wieder, man hat das gesamte Gelände gesehen, von innen, von außen, großflächig, den Zaun und so weiter. Also wenn es halt schlecht läuft, bekommen die halt arge Probleme. Wenn das jetzt irgendwie so faschistische Strukturen sich angucken, wobei ich halt nicht weiß, wie krass das in den USA das, ja, einmal das, aber auch wie krass das in den USA jetzt wirklich ist, weil ich glaube, so diese expliziten Nazi-Strukturen, weiß nicht, wie stark die jetzt halt in so Recherchefragen sind und da jetzt wirklich so eine Gruppe auszumachen und so. Ich glaube, da fühlen die sich gerade noch relativ sicher. Ich glaube auch, das, was sowas angeht, irgendwie Anti-Antifa-Arbeit, das ist auch was ich persönlich eher jetzt so aus den Städten kenne. Also ja. Beispielsweise stark um Portland gibt es das rum. Weil es natürlich auch die Frage, ob die Nazis jetzt Interesse haben, irgendwo ins super ländliche, südliche Texas zu fahren, 5 Stunden von der Zivilisation entfernt, um, was weiß ich, diese Hütte, die vielleicht noch von anderen Gruppen genutzt wird, anzuzünden oder so. Ja. Ja, cool, Kay, da hast du natürlich prinzipiell recht, aber ich glaube, da geht es jetzt den Leuten, so viel möchte ich ihnen jetzt zusprechen, auch nicht darum, da geht es ihnen ja schon primär jetzt vor der Angst vor dem Tag X im Sinne von einem faschistischen Modell, wo dann alles einfach in so einen chaotischen Zustand gerät, den diese faschistischen Terrorzellen dann für sich nutzen, um dann die politischen Gegner auszuschalten und dieses Chaos weiter zu schüren, um das dann irgendwie in einer faschistischen Diktatur münden zu lassen. Und das ist ja sehr berechtigt, sich das nicht herbeizuwünschen. Ich glaube auch, also erstmal generell hast du mit den Kommentaren definitiv recht. Ich finde es auch nochmal spannend, das will ich auch nochmal sagen, dass du nochmal reingeschrieben hast, dass Manifest Destiny und Lebensraumpolitik das Gleiche sind. Ist tatsächlich auch recht interessant, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen, weil tatsächlich auch die Nazis sehr stark von Manifest Destiny und dem Umgang der US-amerikanischen Siedler und der US-amerikanischen Regierung mit den Indigenen inspiriert waren für die Lebensraumpolitik im Osten. Das nur einmal angemerkt. Und das andere ist eben mit diesen auch liberalen Aussagen, die beispielsweise jetzt wir teilweise von dem Gun Club vernommen haben. Ich glaube, einmal muss man auch sagen, ist es einfach auch eine gute Sache, wenn es Gruppen gibt, die
politisch sehr unterschiedlich aufgestellt sind, wo dann auch, und ich glaube, das ist ganz normal, auch bei jeder Trump-Präsidentschaft, dass dann Liberale auch in solche Spaces reinkommen, wo ganz offensichtlich dann auch viele Linksradikale sind. Richtig. Und die haben ja auch gesagt, dass das durchmischt ist. Und das andere ist, wir reden hier von einem Gun Club. Und natürlich werden die Leute sich auch in einigen Teilen mit ihren Aussagen zurückhalten, weil das einfach auf Leute auch sehr schnell gruselig wirken kann, wenn auf einmal, das merkt man ja auch teilweise mit diesen Militias und so, dass sie dann, es gibt natürlich auch sehr abgedrehte, aber auch von rechts welche, die dann auch in ihrer Rhetorik, sagen wir mal, sich auch ein bisschen zurückhalten, einfach weil es einen ganz anderen, ein ganz anderes Bedrohungsszenario dann von Leuten, die jetzt nicht linksradikal sind, auch zeichnen kann, wenn sie dann auf einmal sehr radikale Aussagen von wem mit einem Gewehr hören. Mhm. Ja, ja. The day that the fascists and the authoritarians and the Christian nationalists in this country gain a significant amount of power and then come after minorities or trans people or gay people or whatever, any person. That's the day. Also quasi Angst vor Unterdrückung durch den Staat oder eine Art Bürgerkrieg. Mit diesen Gedanken im Kopf geht es dann auf den Buggies zum Schießen. Right now we're heading to the range, the part of the ranch that is the range, and we're just gonna do quick safety brief and then we're gonna start shooting. Diese Truggies, diese Trucks haben schon mega Stil, finde ich. Die sehen echt geil aus, diese kleinen. Auf der Schießbank angekommen, übernimmt Elgato die Trainingsleitung. Er stellt die Ranch zur Verfügung und hat Black Cat zusammen mit Azad gegründet. Sie kennen sich aus einer anderen linken Gruppe. We're gonna do a basics fundamental class. So what I want is everybody to line up here. Just make a line. Everybody facing down range. Heute sind sie zu acht. Grundlagentraining steht auf dem Plan. Saubere Schießtechnik. When I call threat, I want you to get your rifle up on target. So be honest with yourself. Then pull the trigger twice. Go as slow as you have to, but ideally you want to go as fast as you can. Threat! Sie sagen, es geht ihnen um Selbstverteidigung, wollen Minderheiten trainieren, damit sie sich besser schützen können. Aber was passiert eigentlich, wenn aus Angst heraus alle aufrüsten? Provoziert das nicht mehr Gewalt? I don't really think there's anything we're gonna do that's going to make them worse off than they already are. The right-wing militias already commit massive amounts of violence. So we're definitely not the ones inflicting violence. Yeah, if anything, we're just responding. Your stock should be. Now, if you have a lot of extension, you can nur auf den Gegner reagieren. Wenn es hart auf hart kommt, würden sie auch töten. Yeah, worst case scenario, trying to defend myself and killing someone like that. I try my damnedest not to think about it, because it's something I don't want to do. I'm under no illusions here that. Was ist das denn für eine Frage? Das ist auch wichtig. So eine richtig dumme Frage. Ich meine, es ist doch klar, wenn die ganze Zeit der Tenor ist, ja, wir machen das, um uns selbst zu verteidigen, so, wir bereiten uns darauf vor, dass möglicherweise eine faschistische Übernahme kommt, dass dann die Leute auch bereit sind, wie er das dann auch gesagt hat, sich mit diesen Waffen zu verteidigen, was halt mit einschließt, dass man potenziell jemanden tötet. Also es ist halt so, wie er das dann so auch in seiner Stimme schon moralisiert hat. So hängen geblieben, das irgendwie zu so im Endeffekt so ein bisschen skandalisieren zu wollen. Also erstens muss man ja mal dazu sagen, dass sich das komplett im rechtlichen Rahmen befindet. Ja. Wenn jemand auf dich schießt und dich umbringen will, dass du in Selbstverteidigung den dann auch erschießen darfst. Mhm. Also erstmal ist das rechtlich gesehen absolut abgesichert. Das ist wirklich nichts Besonderes. Und ich meine, was hat der Typ denn für eine Vorstellung? Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, natürlich ist das immer einfacher gesagt und so und ist auch nochmal was anderes, ob man mal eine Schusswaffe benutzt hat oder nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle irgendwie einen Überlebensinstinkt haben und es ist eine ganz normale Handlung, dass wenn jemand dich umbringen will, dass du
dann auch zurückschießt. Und, ja, und man muss sich das dann ja übertragen in die Realität der USA, speziell in so einem Bundesstaat wie Texas, wo halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Statistiken ist, wie viele Waffen da im Umlauf sind, aber das ist dann ja eine andere Situation. Das kann man ja 0,0 in keiner Form auf hier übertragen. Und es ist ja eine tatsächliche Realität, dass es dort dann tatsächlich sinnvoll ist, sich entsprechend eine Waffe auszubilden, wenn halt alle mit einer Waffe rumlaufen und da halt eine viel höhere Gefahr besteht, dass du auch von random people einfach angegriffen wirst mit einer Waffe. Ja, es ist einfach nur dieses komplett, das ist wirklich dieses absolut, ich finde es faszinierend, weil es ja von diesem Crisis, was ja, glaube ich, sich mit Militärfragen beschäftigt, als komplett diese weltfremde, liberale Sicht auf Waffen, einfach so, Waffen sind schlecht. Und das finde ich nochmal besonders witzig, stimmt, weil es eben ein Militärchannel ist, also ich würde doch auch nicht dahin gehen, wenn ich jetzt irgendwen im Militär interviewe und sagen würde, boah, ja, wenn du jetzt in einer Konfliktsituation mit feindlichen Kombattanten bist, dann nutzt du diese Schusswaffe, dann rufst du Artillerieunterstützung, die das dann, dir ist aber schon bewusst, dass dann die Leute, die auf dich schießen, sterben werden, ne? Find ich schon krass, ehrlich gesagt. So, ja, das ist halt, that's the game, so. Also. Ja. Und man sieht ja aus jeder Pore von dem, was die Leute sagen, dass sie einen sehr kritischen Umgang mit Waffen im Allgemeinen, mit der Logik auch, die von Waffen ausgeht, haben und dass es ihnen ja einzig und allein um diese konkrete Situation geht. Waffen. Also das mag ja auch sein, aber trotzdem sagen die trotzdem hinterfragen die ja die Logik. Man kann ja sogar das Gefühl auch zu schießen und so weiter mögen. Und da eine Faszination für haben. Ja. Und trotzdem, also die ganze Logik, die dahinter steht, zu was eine Waffe gut ist und was es halt bedeutet und auch was es mit einem selber macht, auch hinterfragen und auch schlecht finden. Absolut. Das ist ja alles möglich. That, you know, the guns that I have are used to kill people. That's exactly why I have them. So that is the weight that I carry everywhere. Is I'm deathly afraid that I might actually be required to use these fucking things. Stand by. Threat! Vielen Gruppen wird auch vorgeworfen, sie seien Milizen, gerade wenn sie so militärisch auftreten. According to the law in the state of Texas, we're not a militia. We're a community that just enjoys shooting firearms and educating ourselves. It's hard not to look like a militia when you're all kitted up and, you know, have rifles and stuff. But I believe learning how to use a rifle effectively is the right of every American. Threat! Good shots. Rifles down, safety's on. All right, now put this back in. See that? You can slam it. It's going to be a lot of practice before you can actually pop up and bring it in a way where it's like comfortable for you, where it's like just pointing. Right? So don't be too hard on yourself, but just be aware of your flaws. All right, folks, let's get online. Shooter's ready. Stand by. Threat. Good shots. Good shots. Whistler tastet sich langsam weiter an das Schießen mit dem Gewehr ran. Aber ganz wohl fühlt er sich damit noch nicht, scheint es. It's something I never want to do. But I'm not going to just let someone harm someone else in the community or myself. I'd rather try to stop that. Alle hier sagen, sie trainieren nur für den Ernstfall, falls ihr politischer Gegner sie angreift. Doch was bedeutet politische Gewalt für Assad? Wie das Trump-Attentat? Was wäre, wenn jemand aus seiner Gruppe so einen Anschlag verübt? If someone here was involved in any type of violence or, you know, an attempted assassination of Trump or whatever figure, that would absolutely crush me. I would be completely devastated, because that is not our intention. Medic! Assad! Not every person who votes Republican is a bad person. Not every person who follows Trump is immediately a Nazi or a fascist. Bounding! Right? You want some white ethno state, then I don't want to fucking talk to you. You know, you're my enemy. Set!
But if you just want a home, you want to be safe, you want to build prosperity for yourself and your family, that's all stuff I can relate to. Aber wenn Azad in Richtung der anstehenden Wahlen schaut, könnte eine seiner größten Ängste wahr werden. Trumps Wiederwahl. If you're asking who I'm going to vote for, it's probably going to be Kamala Harris. Even though I have a lot of criticisms about the Democrats, and pretty much the only reason I'm voting for her is to vote against Trump. Sie haben das Gefühl, ihr Land, die Demokratie, zerfällt. Und deshalb wächst ihre Angst mehr und mehr vor dem einen Tag, den sie nicht erleben wollen. Ob diese schlimmste Befürchtung aber wirklich eintreffen wird, ist völlig offen. Azad hat aber trotzdem eine Botschaft an seine politischen Gegner. Put down your arms and come talk to us. I know you're not a bad person. I know you think you're doing the right thing the same way we are. Boy is coming back. But the path of violence isn't the way. Put down your arms. Oh man. It could be sucky. Yeah. Die Akzeptanz politischer Gewalt in den USA ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Getrieben von Fake News, Verschwörungstheorien und Hass auf Andersdenkende. Besonders rechtsextreme Angriffe, oft gegen Queere oder andere Communities, steigen. Und so bewaffnen sich Menschen wie Azad aus der Angst heraus. Ist die Eskalation also nur eine Frage der Zeit? Ich muss echt sagen, dass Azad hat so eine unglaublich krasse Stimme. Ja. Also das ist so krass, man müsste halt unbedingt irgendeinen Podcast oder so machen oder irgendwie. Das ist echt so eine Stimme, zu der man auch einfach so mega angenehm einschlafen könnte. Das ist super, ja, beruhigend, stimmt. Und echt krass. Das stimmt. Ja, aber kein unspannender Einblick, finde ich trotzdem. Also auch spannende Bilder, finde ich. So. Und ich finde eigentlich, also das war jetzt ein bisschen komische Fragen teilweise, aber so auch ganz interessant, was die Leute sagen, was sie speziell jetzt für ein Verhältnis zu dem, was sie da haben, tun, fand ich echt interessant. Ja, ich glaube, man hätte nochmal sicherlich zu ein paar radikalen Ansichten noch mal mehr nachfragen können. Das wäre sicherlich für uns auch spannender gewesen. Ja, ja. Weil im Endeffekt, das Bild, was man ja jetzt schon so ein bisschen davon bekommt, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Bild, was sich Liberale von, oder was sich Linksliberale von jetzt, wie sie sich Demokraten in den USA vorstellen. Mhm. Das haben die Leute ja so ein bisschen jetzt eigentlich dargestellt. Also, und so wird das ja auch eingebunden, dass so ein bisschen das, was man auch hier von liberalen Antifas dann häufig hört. Irgendwie, sie haben Angst davor, dass die Demokratie von Rechtsradikalen gekapert wird und zerschlagen wird, dass Minderheiten, marginalisierte Gruppen verfolgt werden. Ja. Aber darüber hinaus kam ja jetzt eigentlich recht wenig, obwohl es ja recht viele Indikatoren auch gab, dass die Leute auch ziemlich radikal sind. Es wurden ja auch schon die Patches angesprochen, also von Ukraine, Soli-Patches mit ukrainischen Anarchisten, JPG-Patches, Free Palestine-Sachen, Black Lives Matter und auch die IWW-Shirts. Aber ja, das ist leider nicht so stark jetzt durchgeschieden. Ja, ja. Ja, aber denke dennoch, nochmal ein spannender Einblick für heute. Ja. Und ja, mal gucken, was uns dann jetzt am kommenden Sonntag im Überblick erwartet, ob wir da auch nochmal auf Themen aus den USA eingehen werden oder ganz anderes behandeln werden. Auf jeden Fall soll es das dann für heute gewesen sein. Jo, in dem Sinne würde ich noch sagen, vielen lieben Dank an alle, die von Anfang an auch mit dabei waren und noch zur Folge diskutiert haben. Und wir sehen uns dann schon am Sonntag. Genau. Und ja, jetzt geht es hier wieder ganz normal seinen üblichen Übertagegang. Und ich freue mich drauf. Wir haben auch dieses Jahr noch, denke ich, einige Spezialsachen im Gepäck, die euch noch erwarten. Wir haben ja speziell immer Richtung Weihnachtszeit, haben wir ja noch das ein oder andere Geschenk für euch. Da wird noch einiges Spannendes kommen. Macht's gut, ihr Lieben. Glück auf. Glück auf.